Das Ding ist halt, da habe ich schon mal drüber nachgedacht. Ich meine, wir sind ja jetzt nicht wahnsinnig riesig, keine 2,5 Meter Tyrone und so. Aber für mich ist ja jetzt schon, also für dich wahrscheinlich auch, eine normale 2 Meter Bettdecke ist zu kurz. Ja, auf jeden Fall. Weil wenn du dich Ja, so reinkuscheln ganz willst, hast du genau. kalte Füße. Ja, richtig. Also für mich Ja, ist das ja, völlig normal, seit ja. ich 16 bin, dass meine Füße unten rausgucken. Ja. Deshalb Ja, bei mir Bettdecke. auch. Ja. Völliger Standard. Also es ist absurd. Und wenn du jetzt überlegst, du bist so ein Dirk Nowitzki, 2,14 Meter groß Ja, oder so, Wahnsinn. du kannst so ein normales Leben nicht führen. Nee. Das muss man sich mal, wenn der nicht Basketballer geworden wäre und die Kohle gemacht hätte, du kannst nicht auf dem Stuhl sitzen, ist so. Ja, Du ich kannst weiß nicht an schon. einem normalen Tisch sitzen, du Klar. kannst nicht durch eine Tür gehen, du Gott, kannst das war in doch keinem Auto dieser, fahren. wie hieß dieser NFL-Chip gestern, den wir gegoogelt haben? Irgend so ein Cole krank, Mac. so Typ, Der war einzig. 1,98 groß und wog 139 Kilo. Wir haben es mal ausgemessen mit dem Zollstock, der wäre beim Wohnzimmer Kommst nicht durch geworden, die nicht Tür. durch die Tür gekommen. Nein, du kommst nicht durch die Tür. Das ist unfassbar. Das Der musste. körperliche Ausmaß ist wirklich teilweise Krass, ne? wirklich Ich meine, absurd. man muss jetzt auch mit Dirk Nowitzki und diesen NFL-Boys, wenn die so viel Kohle haben, die bauen sich dann halt Ja, alles aber das ist irgendwie. ja, aber das ist ja die Ausnahme. Also die meisten, Genau, die stimmt, so die so groß groß sind, die sind. haben eben nicht die Ja. Kohle und die müssen dann sich arrangieren. Und ganz ehrlich, ich merke das ja bei einer Bettdecke oder bei Schuhen oder bei so Kleinigkeiten im Flieger zum Beispiel, aber wenn du dann wirklich so 2 Meter, 2,05 Meter bist, dann ist es ja, das ist wirklich, glaube ich, echt ein Pain. Corti, wie gesagt, ich bin mir Wir ja gar brechen nicht hier eine beschweren. Lanze für große Menschen. Ich will mir gar nicht beschweren, ob ich zu groß bin, aber ich muss ehrlich sagen, die Sache ist, also um mal zurückzukommen, liebe Deutsche Bahn, hebt doch einfach diese Tische so ein bisschen an oder macht Ja. irgendwie sowas, wo du das selber verstehen kannst. Und weißt du, was noch Und die geil bauen ist? die einmal, dann müssen die 30 Jahre so fahren. Weil jeder hat es auch schon mal gemerkt, irgendwie im Flieger oder sonst, wo du sagst, auch schnell irgendwie rein oder bist in der Bahn und auf einmal so, oh nee, und hat sich irgendwie vergessen, noch irgendwie eine Folge, Serie runterzuladen oder irgendwas, hat auf sein Handy bei, denkt auf einmal, kommt auf die Idee, ich will ein Buch lesen, das findest du doch nicht geil oder so, und auf einmal sagst du, ey, ich will irgendwie was gucken, dann machst du was auf dem Handy an und jeder ist jetzt schon mal erwischt, dann auf einmal so, na Scheiße, dann guckst du irgendwas auf dem Handy in der Bahn, dann hast du so oben da auf diese komische Ding oder die fällt dann runter, der Typ hinter dir macht das Ding, ist auch Ja, so ja. geil. Das hier einfach, weißt du, ich warte mal drauf, dass irgendeine Bahn, vielleicht gibt es irgendwo auf der Welt, liebe Leute da draußen, wenn ihr es wisst, bitte kommentiert und sagt uns das, dass es eine Airline oder eine Bahn gibt, die vielleicht einfach nur für Handys so eine kleine Halterung. Weißt du, wenn ich mir hier Das wäre so so einfach. einen Share-Roller nehme, weißt du, nicht so Selbst ein, nicht da so ist so ein, ein Klemmding genau, dran. das ist auch so ein Klemmding. Ja, Weißt klar. du, wenn sowas wäre, das wäre doch so geil. Ja, klar. Die Frage ist, warst du schon mal in dieser Deutschen Bahn? Gibt es jetzt diese neuen Ein-Personen-Abteile, ne? Ah ja? Ja klar, du kannst dir jetzt, es ist amok teuer, aber dann hast du wie so einen eigenen Tisch und So, so einen. da gibt es jetzt so First Class Ja, oder da kannst du, da sitzt du dann so alleine in so einem Ding. Mit so einem Tisch so. und Stimmt. mit allem Pipapo, so klimatisiert und so ein Scheiß. Jetzt Ist geht's völlig wieder hohl für los, so einen ne? Zugfahrt, ne? Völlig weich. Ja.